Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Ja, wir sind immer noch in der Höhle hier. Wir sind ja hier abgestürzt und ich weiß gerade gar nicht, was ist meine Aufgabe. Quatsch. Mit, warte mal. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich ins Menü komme. So, machen wir so. Das Überleben. Deine Hand fühlt sich stärker an. Ach so, ja, aus der Schlucht klettern. Das versuchen wir jetzt auch. Wir sind. Ja, wir haben ein bisschen Durst, wir haben ein bisschen Hunger, aber wir sind, glaube ich, fit genug, um da hochzuklettern. Hier haben wir, glaube ich, schon alles durchsucht. Jawohl, jawohl. Kann man noch einen Stock mitnehmen oder so? Ne, hier ist keiner. Gut, dann gehen wir. Wetter wird schlecht. So. Ja, den Rucksack kann ich ja nicht angucken irgendwie. Der ist leer. So, jetzt probieren wir mal, ob wir jetzt hier hochkommen. Only one way to go. Jawohl. Klettern. Geschafft. Jawohl. Gut, dann verlassen wir unseren kleinen, ja, Landeplatz hier. Unfreiwilliger Landeplatz. Nochmal nach oben. I think I'm gonna make it. Ich finde, das sieht richtig schön aus hier. Richtig kalt, aber richtig schön. Finally made it. Ich glaube, wir haben auch gar keine richtige Karte oder so. Also ich muss mir wirklich merken, wo wir hingehen. Ja. Mal schauen, ob ich das dann auch alles hinbekomme. Hier ist noch das restliche Zeug vom Flugzeug. Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln? Was uns vielleicht hilft? Ich sure hope Astrid's not in there. Researcher, doctor, what's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will?
must be signs of Astrid around here somewhere. Das mit den Rückblicken finde ich richtig schön. Dann weiß man, was da eigentlich so passiert ist. Aber... Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Aber, also die waren ja mal verheiratet, so wie es ausschaut. Und jetzt weiß ich nicht, erst dachte ich erst so, vielleicht der Sohn ist gestorben oder das Kind, Tochter, keine Ahnung. Ja und jetzt, die reden auch so von seinem Vater, aber wenn der Vater von ihm stirbt, da geht doch keine Ehe kaputt, oder? Bisschen komisch. Mal gucken, was da noch rauskommt. Ganz viel Futterer. Jawoll. Ich muss hier alles einsammeln erstmal. Was ist da? Ach, das ist auch nur ein Stück Flugzeug. Ich hoffe, ich übersehe nichts hier. Aber ich glaube, da kann man nichts machen. Wo war jetzt nochmal die Kiste? Da hinten. Ich weiß nicht, soll ich die zerbrechen? Das dauert immer. Aber da kann was drin sein, oder? Ich habe das noch nicht so ganz raus. So. Wir haben... Oh doch! Socken und eine Weste. Sehr gut. Können wir gleich anziehen. Noch ein paar Stücke mitnehmen. Ah, müssen dann auch wieder eine Höhle finden. Gibt es hier sonst noch was? Sieht nicht so aus, oder? Nur mal lieber gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ne, da geht's nur nach unten. Flugzeug ist Schrott. Nö. Sieht nicht danach aus. Und das da vorne war ja auch nichts. Oh, was ist das? Steine. Okay. Ne, hier ist auch nichts. Okay. Arme Flugzeug. Einfach kaputt jetzt hier. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da hängt noch was. She definitely passed through here. And in a hurry. Ah, sprinten, renn um dein Leben. Mit einem schweren Rucksack durch den Schnee zu stapfen ist beschwerlich, aber manchmal muss man einfach rennen. Sprinte, um Tiere auszuweichen, dünnes Eis zu umgehen oder schneller zu einem Unterschlupf zu gelangen. Beachte jedoch, dass Sprinten mehr Kalorien als Gehen verbraucht. Deine Sprintausdauer hängt davon ab, wie sehr dich deine Kleidung einschränkt. Es dauert eine Weile, bis deine Sprintdauer wiederhergestellt ist, also nutze sie weise. Okay. Ach, und das ist von der Astrid. Okay. Ach, ich wollte noch die Jacke anziehen. Kleidung? Wo ist es denn? Hier. Ach, hier haben wir noch eine Jacke. Habe ich auch noch nicht angezogen. Ja dann. Oh, die ist gefroren. Bringt es dann was, wenn ich die jetzt schon anziehe, oder? Ja, ist doch kalt. Die ist auch gefroren. Müssen wir mal am Feuer dann hier... Ja, auftauen. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich die jetzt schon anziehe, oder? Ich müsste die erst auftauen. Naja, solange er nicht meckert, nehmen wir mal den noch mit. Mitten am Tag. Wie gesagt, wir müssen halt gucken. Der Mann hat Durst. Und Hunger. Irgendwann. Und ist irgendwann müde. Ein paar Stöcke nehmen wir mit. Die bauen nämlich keine Zeit. Ah, da hinten ist wieder ein Fetzen. Dann im Ast hängt wieder was. Ja. Das kann man aber auch nicht mitnehmen. Das ist, keine Ahnung. Ist einfach nur... Oder hat es uns so ein Wegding hinterlassen, damit wir wissen, wo es ist. Oh, das sind Hasen. Steine. Wer gut zählt, leidet nie Hunger. Wirf kleine Steine nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu aus.
Triff damit ein Kaninchen und schnapp es dir dann, solange es betäubt ist. Wenn man es töten kann, kann man es auch essen. Oje. Oh, wir aufklären. Hase, wir probieren mal. Gib mir den Stein. Lecker Hasenbraten, aber oh, in echt würde ich das ja nicht machen. Die armen Hasen. Ich würde so vieles nicht machen und im Spiel macht man es dann. So, ich habe keine Ahnung. Nimm mal nochmal zwei. Die zwei noch. Okay. Ausrüsten. Waffen, Stein, ja wunderbar. Tragen. Das sieht man manchmal schlecht. Werfen links, zielen rechts. Oje. Okay. Und? Nein, nicht abhauen! Bleib doch da! Ich tu dir nichts. Och nee. Ich treffe da eh nicht. Mist. Someone's been here recently. War jemand schon. Could it have been Astrid? Nicht werfen. Nimm das Essen. Ja, könnte Astrid gewesen sein, die hier war. Boah, da ist ja Eis. Jetzt aber. Zack. Jawohl. Ich hab... Oh nein. Oh. Aber wir haben Hunger. Es tut mir leid, Hase. Autsch. Igitt. Entschuldigung. Nein, nicht mal übers Eis. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir haben keine Karte. Nein, du hast keine Karte. Also ich glaube, ein Hase reicht. Das mache ich nicht normal. Das arme Vieh. Da komm mal her. Hier ist eine Wand. Ich gehe hier gerade so um den See. Ach, hier geht's hoch. Schnell über das Eis. Hier sind auch irgendwo Krähen. Ach, da oben. Wah. Hallo Hase. Ach, da gehen wir wieder klettern. Gut. Dann gehen wir klettern. Ja, ich muss auch gucken, unser Lebensding ist gelb, wir frieren. Ach, wegen der gefrorenen Kleidung vermutlich. Dann ziehe ich die nochmal aus, die muss ich erst am Feuer. Erst am Feuer. Auftauen wahrscheinlich. Ja, gefroren. Vielleicht ist es so besser. Das Spiel ist nämlich schon gar nicht so einfach. Ich habe es zwar auf einfach, aber man muss halt doch an vieles denken. Und hier ist ein Kadaver. Wie spät ist es? Mitten am Tag. Dann nehmen wir... Das sind 19 Minuten. Eine Stunde. Darm brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Komm, zerlegen wir mal. Oh, die Kälte geht runter. Ja, ich weiß. War schon wieder zu lang. Oh Mann. Na gut. Stiefeln wir mal weiter. Ducken. Krieche unter einem Gegenstand hindurch. Auf dem Weg triffst du hin und wieder auf Hindernisse. Ducke dich, um unter ihnen hindurch zu schlüpfen. Durch Ducken können dich zudem Tiere auf die Ferne schwerer erkennen. Du bewegst dich dabei langsamer, aber auch leiser, sodass du dich besser an sie heranschleichen kannst. Ach, das hätte ich vielleicht bei den Hasen machen sollen. Ja, so, perfekt. Und wir sind schon fast rot in der Kälte. Das ist nicht gut. Irgendwie eine Höhle. Ach, da ist schon eine Höhle. Okay. Dann nehmen wir noch Brennzeugs mit. Nee, ich will den nicht auseinanderbrechen. Das dauert so lange und dann wird es noch kälter. Weil 45 Minuten oder so, das ist eine verdammt lange Zeit. Ah, da leckt nichts. Ach, hier. Nee, da. So, dann gehen wir mal. Da draußen sind noch Zweige, falls ich... Ach komm, ich nehme sie jetzt schon mit. Zack. Zack. Wir sind noch nicht überladen, deswegen alles mitnehmen. Und rein in die Höhle. Ja. Ach, das geht auch so. Okay. Licht. Jede Lichtquelle hat Vor- und Nachteile. Möglicherweise musst du eine Lichtquelle improvisieren.
um in der Dunkelheit sehen zu können. Stelle Fackeln aus verfügbarem Material her. Signalleuchten dienen als einmalige Lichtquelle. Laternen halten länger, verbrauchen aber Öl. In der Dunkelheit lauern Gefahren, oje. Außerdem kannst du ohne Licht nichts herstellen, deine Ausrüstung nicht reparieren und auch andere Aktionen nicht durchführen. Oh, da liegt eine Leiche. Gut, dass es kein Zombie-Spiel ist. Sonst würde ich sofort wieder wegrennen. Oh, eine Fackel. I could use this. Ja. Ein Schlafsack. Schlafsäcke. Ausruhen heilt dich und speichert deinen Fortschritt. Ausruhen stellt deine Ausdauer wieder her und hilft dir, dich von Leiden zu erholen. Du kannst in Betten ausruhen, die du in der Welt findest. Mit einem Schlafsack kannst du dich an jedem beliebigen Ort ausruhen. Vergiss nicht, dass Ausruhen ebenfalls Kalorien verbraucht und du in der Zeit, in der du ruhst, hungrig und durstig wirst. Wenn du ausruhst, wird das Spiel gespeichert. Okay. Na, armer Kerl. Streichhölzer, Handschuhe und Futter. Das ist alles gut. Ja, jetzt müssen wir da durch. Aber mir ist kalt. Ich brauche erst ein Feuer. Ach nee, warte. Ich vergesse mal, wie das geht. Hier neben der Leiche schlafen. Ich weiß nicht. Aber, ja, uns ist kalt. So, haben wir irgendwas? Eins? Nee, dann lieber nicht. Bitte, bitte. Gelinge mir. Ich finde das gemein, wenn es dann kurz vor knapp dann doch viel schlägt oder so. Ich hoffe, das passiert mir nie auf einfach. Komm, bisschen pusten. Schön Feuer machen, noch ein Streichholz hinterher schicken. Oder noch ein Schnipsel Zeitung reinwerfen oder Holz. Wir haben ganz viele Stücke. Jawohl, und? Tada! So, sehr gut. Brennstoff. 25 Minuten machen wir mal. Ach komm, 3 Stunden. So. Jetzt trinken wir was. Ach nee, hier. Schimmeliges Reh. Schimmeliges Reh. Können wir das essen? Wenn wir das abkochen vielleicht? Einmal. Und Tee. Nicht Tee. Mann. Wasser. Komm mal, 1 Liter. Sonst wird es dann nämlich schön warm, während wir hier am Feuer stehen. Und jetzt gucke ich mal nach meiner Kleidung. Ah, nein, Rucksack. Rucksack, hier. Immer noch gefroren, 43% gefroren. 42, also wenn ich hier einfach am Feuer stehe, dann geht das Gefrorene weg. Okay, dann bleiben wir hier stehen. So. Und komm, dann hauen wir noch ein paar Sticks rein. So, 3 Stunden, fast 4 Stunden. Okay, dann müssen wir mal gucken. Essen und trinken. Ach ja, wir haben ja den. Ach, das ist das ganze Viech jetzt in Oje. 8 Kilo. Ich weiß nicht, braucht man den Darm und... Ja gut, die Haut, glaube ich, zum Reparieren. Aber den Darm braucht man doch nicht, oder? Eine Stunde. Dann trinken und essen wir was. So, zurück. Da hat jetzt nur noch Darm drin, deswegen ablegen. Ach, das muss ich ja noch kochen. Genau, ich vergaß. Nein. Hier frisches Kaninchen. Armer Hase, tut mir leid. Die Zeit geht so schnell weg, das dauert alles so ewig. So, Wasser kochen. Den ganzen Liter bitte. Dann haben wir nämlich für unterwegs dann auch noch ja, trinken. Sehr gut. Zurück und jetzt wird gegessen. Erstmal mal das halbe Hähnchen. Den halben Hasen. So. Und du hast immer noch Hunger. Trinken wir mal das da. Es gibt nämlich, glaube ich, auch hier ein bisschen Kalorien, den ganzen Zucker hier. Frisches Reh gegart. War das nicht vorher noch schimmelig? Ach, wenn man... Ja gut, muss der Schimmel weg. Das ist gut. So, und dann trinkt man noch was. Und ich glaube, jetzt wird es dann auch dunkel. Deswegen gehe ich nochmal raus. Und dann sorgen wir mal. 44, 43... Ach so, nur noch nass. Sehr gut. Jetzt gehe ich aber noch... Kann ich nochmal rausgehen?
Ja, klar, oder? Feuer bitte brennen weiter in der Zeit. Ich hole noch ein paar Stücke oder so. Ich finde es so cool mit dem Ladebildschirm, dass da der Wolf läuft. Ich weiß nicht, mir gefällt das richtig gut. Und hier ist es auch schweinekalt. Toll. Jetzt finde ich nichts. Doch, da unten ist ein Zweig. Und hier. Die nehmen wir mit. Auseinander. Und es wird Nacht, deswegen machen wir uns Bett fertig. 10 Minuten, das geht. Und... Gut, was ist hier noch? Nichts. Gott, das... Oh, guck mal, da hängt was. Oh, da ist noch ein Zweig. Ich will immer alles einsammeln. Ich glaube, da muss ich ganz, ganz arg aufpassen hier in dem Spiel. Oh, der Wind ist vorbei. Was ist das? Bartflechte. Ach, nehmen wir mal mit. Bartflechte. Muss vermeidet Infektionen. Bartflechten sind schon lange für die antibakteriellen Eigenschaften bekannt. Bereite sie vor, um sie als Medikament zu verwenden. Lege sie dann auf Wunden, um das Infektionsrisiko zu senken. Ach, wenn man mal so ein Mittel nicht zur Hand hat, dann nimmt man die Dinger. Okay. Dann nehme ich die doch gerade mit und dann geht's rein in die Höhle und dann wird heier gemacht hier. Ich hoffe, mein Feuer brennt noch. Weil das wieder erst in Gang setzen, ist immer blöder. Ja, es brennt noch. So. Oh, da der tote Hase, da der... Ach, ich hätte auch so viele Stücke gehabt. Nehmen wir erst die Sachen. Die sind nämlich auch schwerer beim Tragen. Nee, Fackel nicht. Was brauchen wir denn? 9 Stunden, glaube ich, oder? So. Wie viel haben wir jetzt? 9 Stunden. Machen wir ein bisschen mehr. So. Schlafsack, Neberhase und Menschenleiche. Und dann schlafen wir 9 Stunden. Schlafen. Ich hoffe, es ist dann der nächste Tag. Die Höhe. Boah, ich würd so schreien. Ah, nein, nicht schlafen. Geh weg. Ich wollte zum Feuer. 18 Minuten. Wie spät? Oh, es ist noch Nacht. Ich glaube, das sind vielleicht noch 3 Stunden oder 4. Dann hauen wir mal alles rein noch. Das muss reichen. Fast 2 Stunden. Muss reichen. Aber wir müssen länger schlafen. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es. Ich hoffe, es ist Tag. Oje, ich sehe gar nichts. Hilfe? Ich traue mich jetzt auch nicht, mich zu drehen. Wir schlafen einfach nochmal. Obwohl, es wird eigentlich schon Tag. Ja, aber... Ne. Vielleicht noch eine Stunde? Ja, du kriegst Durst, ich merk's. Ich sehe es. War in der Höhle, ich könnte keine Sekunde ein Auge zumachen mit den Geräuschen. Ja, gut. Ja. Es ist halt Höhle. Gut. Dann nehmen wir den wieder mit. Dann futtern wir was. Ich weiß nicht, sollte man... Ah, das geht ja kaputt. Ein geschmackloser Müsli-Riegel. Dann essen wir mal den. Bevor er ganz schlecht ist. Das ist Wahnsinn, dass die Sachen dann auch, ja, Haltbarkeit verlieren und dann weg sind. So. Wir sind ausgeschlafen, uns ist warm und wir haben bloß ein bisschen Hunger. Aber ich glaube, das ist Zeit genug, um hier die Höhle zu erforschen. Das machen wir aber in der nächsten Folge und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.